mir gar nicht eingefallen, natürlich. Na, sehen Sie, Herr Baron. Ich habe was zum Knacken an. Mir brauchen Sie gar nichts erzählen. Weil ich kenne das. Die Art von Geschäften kenne ich ja da. Weil das ist ein junger Mensch, da war ich schon. Ich war auch einmal ein junger Mensch, aber damals. Es war eine andere Zeit, da war ein junger Mensch nur ein junger Mensch, wenn er da bekissen. Was? Ja, wie war's? Wermut rechts, die Dings, was? Wie heißt das Mineralwasser? Ja, ich weiß eh. Das ist doch eh alles dasselbe. Wasser ist Wasser. Ja, bitte! Ja? Ja, Frau Schäfin, ich verstehe. Die alte Kälbitz schon wieder. Chefin. Das war vor 40 Jahren auch keine Chefin gewesen. Ein Chef ist halt auch nicht mehr dasselbe. Naja. Wenn man damals so gegangen ist mit den Kartons oder mit den Flaschen zustellen, nicht? Da hat es nur zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder der Hausherr war zu Haus, anständiges Trinkgeld, oder er war nicht zu Haus. Na, was glauben Sie? Hausfrau? Allein? Er war ein junger Mensch, ne? Fesch damals das Äußere. Und nach einer Viertelstunde hat man ein Trinkgeld gekriegt. Trinkgeld hat man auf jeden Fall gekriegt. Ich war damals in einem Geschäft. Feinkostwabra, das war ein Begriff. Für ihn natürlich nicht. Weil er, der hat sich dann erschossen in der Krise, der alte Herr Feinkostwabra. Ein Erbe hat dann versucht, das weiterzuführen als Reformwabra, aber das war schon nichts mehr. Aber Feinkostwabra, da hat man gewusst, wenn man beim Feinkostwabra was bestellt, dann kommt der Herr Karl. Ich war immer schon der Herr Karl. Sehen Sie, ein junger Bursch. Ich war in Ihrem Alter schon der Herr Karl. Nein. Damals hat man auf Formen etwas gehalten. Die Kunden, das waren Herren. Herren und Formen. Das müssen Sie ihnen immer vor Augen halten. Auch wenn Sie mich da anlernen sollen. Das war eine schreckliche Zeit. Inflation. Millionen sind geschwommen. Man kopft hat man nichts. Aber Formen. Rauchen verboten. Das habe ich gern. Wie soll der Unterhaltung zustande kommen? Auch Sie riecht das oben? Na ja. Wann geht's denn Mittagessen? Ja, wurscht. Wollen Sie, also, Sie rauchen auch nicht? Nein, ist eh besser, ist eh besser. Ich sag Ihnen furchtbar. Was man allein mit dem Rauchen an Geld, wenn ich das Geld in die Bausparkasse gegeben hätte, hätte ich immer ein Häusl wollen, aber das Rauchen. Ja. Sonst habe ich ja keine Leidenschaften. Auch als Junger, ich meine schon, Sie wissen, mit den Hausfrauen, aber sonst nichts. Ich habe mir damals in dieser Zeit geschworen, dass ich aus meinem Leben etwas machen werde. Und ich habe es getan. War immer bescheiden, habe ein bescheidenes Leben geführt, aber ich habe es genossen. War ja eine furchtbare Zeit damals, Jesus, so unruhig. Die Leute waren alle zornig, verhetzt, Fanatiker. Man hat nie gewusst, welche Partei die stärkere ist. Man hat sich nicht entscheiden können, wo man sich hinwendet, wo man eintritt. Na, dann ist das historische Jahr 26 gekommen, mit dem Brand vom Justizpalast. 26 war es, weil das weiß ich genau. Da ist ein Onkel von mir gestorben, er hat mir eh nichts hinterlassen. Da war das mit dem Palast. 27 war es, ja. Ja, da sind wir hinmarschiert. Ich weiß ja nicht, was los war. Eine Feier jedenfalls. Mordsfeier. Schöner Brand. Ich bin an sich Feier gern. Ich sehe gern eine Feier. Nicht? Sind wir gestanden, haben geschaut. Weil wenn ich war, eine Feier sich und ich hörte, da renne ich gleich hin. Ich hab das gern, wenn die Leute dort stehen und so. Auch Unfälle. Nicht? Weil zum Beispiel ein Unfall, Wenn wo ein Unfall ist, nicht? Da her ist schon, hey, da liegt einer, da biegt einer das Blut, bumm. Gleich bin ich dort, weil ich bin hart. Weil ich war beim Luftschutz.
Ich habe viel gesehen, ja? Ja. Ja, Frau Chefin, selbstverständlich. Ja, die Alte soll sich nicht aufregen. Soll froh sein, dass mich holt. So leicht kriegt man halt niemand. Sie haben Mangelberuf. Er braucht schon ihr Geld. In die 30er Jahre, bitte, da hat man keins gehabt. Das war traurig. Österreich hat sich erst langsam aus den Wunden, die in der Ersten Weltkrieg geschlagen hat, erst langsam hat sich die Wunden erholt. Aber sonst haben wir ja Hetz gehabt. Ich meine, mit den Madeln, ne? Mit den Kotzen, manches Mal. Die waren vielleicht nicht so angezogen wie heute, aber sonst hat sich was angespielt im Freien. Ah, Hotel hat man sich ja damals nicht leisten können. Andere vielleicht schon, ich nicht. Bei mir, wissen Sie, war immer das Herz dabei. Immer ein bisschen das Herz dabei, mein ganzes Leben. Ich kann Ihnen sagen, ich bin bitter enttäuscht worden. Ich bin durch alle Höhen und Tiefen gegangen. Mann, Höhlen und Himmel des Liebeslebens. Eines Tages steht man da, fragt sich, was ist dir geblieben, Karl? Innerlich. Weil ich war nie ein Materialist mit dem Maro. Man schon, ich hab einen Schmäh geführt, nicht? Mandolin gespielt, andere haben Mundharmonika blasen. Haben wir so gesungen, die Schlager von den Tonfilmen. Weiße Chrysanthemen schenk ich dir zur Hochzeitsnacht. Das hat es noch einen anderen gegeben, das war. Ja, das haben sie alles noch nicht gekannt. Das, du schwarzer Zigeuner, ach, spiel mir was vor, denn wenn deine Geige ist, wenn da, so, da, oh, irgendwie, weiß nicht mehr. Ja, da sind wir gesessen im Inundationsgebiet, im Überschwemmungsgebiet. Da waren so Standeln, ne? Da sind wir gesessen mit den Madeln. Rehwieselwein, runtergestessen, geht schon. Nicht? Da habe ich gesagt, gehen wir schwimmen, meine Damen. Sind wir oben zum Wasser, haben sie umgezogen. Haben sie noch ein bisschen eingekocht. Gebüsch war ja überall. Die Donauauen sind ja wunderschön. Am nächsten Tag habe ich Gösentibin gehabt, frage nicht. Aber sonst war es eine traurige Zeit. Wie alt sind sie? Ich könnte Ihnen ein Vater sein. Ich will nie Kinder wollen. Ich hätte ja haben können, aber. Nein, die Verantwortung war immer ein verantwortlicher Mensch. Bei solchen Zeiten? Ich meine, der Schuling war ja was wert. Das muss man ihm lassen, ja. War nicht zum Erwischen. Ne? Sie haben sich ja alle bemüht, die Bundeskanzler, die es alle geheißen haben, der. Na, helfen Sie mir, ne? Die es nicht sehr gelernt haben in der Schule, der Bub. Der war so mit einem Bart, der Plan, schon. Er ist ja wurscht, aber beim Heurigen darf es Persönlichkeiten geben. Der Petzner Masel, Wolzgerlbuben, Korschenegwickerl, Netzwerker Pepe. Ist Ihnen das ein Begriff? Sie sind jetzt jung. Sie wissen ja nicht, was Fröhlichkeit war, echte Heiterkeit. So ein Hetz werden wir nie mehr haben wie damals. An der Donau, Bruder. Den Marl, am Wasser. Ich bin ja nicht reingegangen, ne? Ich habe nicht schwimmen können. Ich habe nicht erzählt, dass ich es mit Schmäh übernommen habe. Ich habe nie ins Wasser gehen müssen. Ich meine, schon ich wasche mich. Ich habe so eine Waschmuschel, ne? Das genügt mir. Ich brauche auch kein Meer, ich habe keinen Bedarf für so viel Wasser. Ich habe immer ein blödes Gefühl, wenn ich so viel Wasser sehe. Das ängstigt mich. Ein bisschen zu Hause in einer Lavur, in einer Waschmuschel, bitte, das ist gut genug, so klein, lieb. Ne? Oder ein See, ich weiß, es gibt herrliche österreichische See, aber ich hab das nicht gern, weil mir träumt oft von einem See. Ich liege auf einer Luftmatratze, auf einmal kommt einer, zieht die Stäbsel aus. Ja, ich habe oft furchtbare Träume. Kann ich Ihnen sagen, ich habe im Traum den Zweiten Weltkrieg vorhergesehen. Alles träumt, das Schießen, das Rennen, das bei den Häusern zusammenfallen, den ganzen Kampf. Jetzt träume ich schon wieder so, ne? Ja? Ja? Bitte?
Ob was? Wo ist? Oliven? Ja, ja, sind genug da, sicher, ja. Wo sind die Oliven? Ist ja wurscht. Von der alten Dame auch noch. Na ja, nein, ich werde schon was machen. Kann Ihnen da egal sein, Sie gehen eh morgen weg. Hören Sie, was kommen Sie Ihnen? Die 30er Jahre. Ich war sehr oft arbeitslos auf dem Stall. Zwischen arbeitslos, ein Leben, junger Mensch. Dazwischen war ich arbeitslos, da habe ich was gehabt. Arbeitslos, da habe ich was gehabt. Ich habe oft meinen Posten gewechselt. Ich war ja unbeständig, ich war ein Falter. Ne? Bis 34 war ich Sozialist. War auch kein Beruf. Hat man auch nicht davon leben können. Heute, wann ich war, heute bin ich drüber hinaus. Ich habe eine gewisse Reife, wo mir die Dinge gegenüber abgeklärt sind. Na, 34 Jahre, wissen Sie, wie das war? Ah, nein, Sie wissen es nicht, Sie sind jetzt jung. Nein, Sie brauchen es auch nicht wissen. Das sind Dinge, da wollen wir nicht dran rühren. Daran erinnert sich niemand in Österreich gern. Später dann bin ich demonstrieren gegangen zu den Schwarzen, zu den Hahnenschwanzlern, nicht, zu der Heimwehr. Habe ich 5 Schilling gekriegt. War ja Geld damals. Dann bin ich um zu den Nazis, zu den damaligen Nazis, habe ich auch 5 Schilling gekriegt. Ja. Österreich war immer unpolitisch. Wir waren nie politische Menschen. Ein bisschen Geld ist halt zusammengekommen. Hat ja von was leben müssen. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Hören Sie, könnten lernen von mir. Den Lebenskampf, den wir damals haben führen müssen. Sogar geheiratet habe ich. Im Leben eines jeden Mannes kommt der Zeitpunkt, wo er ein Zuhause braucht, ein Heim. Ich habe mich damals kirchlich trauen lassen, war damals eher günstig. Ich meine, ich bin ja eh katholisch. Nicht sehr, aber da, so wie es halt bei uns ist. Ich glaube an ein höheres Wesen, an eine Macht, die uns leitet. Na, schauen Sie mich an, was ich alles überstanden habe. Sie war meine Gattin, die Alte. Sie war nicht mehr so jung. Sie war eine Witwe, nicht? Ihr Mann war ein Wirt, der mich kennt. Er ist immer gestanden bei seinen alten Fleischlaberl und hat keine Luft gekriegt. So hat er gemacht. Zum Schluss hat er nicht einmal mehr machen können. Einen ganz roten Kopf hat er gehabt, die Füße voller Wasser. Seine einzige Freude war, wenn er einbrennende Suppen hat er essen können. Der Löffel so stecken müssen. Ne? Übergewicht hat er gehabt, Asthma, fettes Herz, Jesus. Ja, eines Tages komme ich ins Wirtshaus, hat sie die Frau ganz rote Augen. Der Beutel ist nicht mehr. Habe ich mir das angeschaut, habe ich mir gedacht, schön ist nicht, aber eigentlich noch eine ganz fesche Frau. Stattlich, ne? Ich hab damals nichts zu tun gehabt, bin ich viel im Wirtshaus gesessen. Eines Tages kommt sie mit Bleistift, Papier, was sie schreiben soll. Mein unvergesslicher Beutel oder der teure Verblichene oder wir werden dich nie vergessen, für die Pate. Da hab ich ihr geholfen. So, sind wir gesessen, ich habe ja schöne Augen. Ne? Ich kann schön schauen. Na, heute auch nicht mehr. Ich habe auch nicht mehr den Blick, den was ich damals gehabt habe. Das verliert sie, mein Alter. Da sagt sie dann, lassen Sie mich anschauen, was Sie da geschrieben haben. Beugt sich nieder. Da habe ich gespürt, dass es zittert. Da habe ich alles gewusst. Ernst, da geht Ihnen Details dazu. Aber Sie sind ja ein junger Mensch. Wenn Ihnen meine praktischen Erfahrungen auf dem Gebiet da erzählt, da hätten Sie was für Leben. Aber ich will Ihnen ja nicht verderben. Da bin ich zu ihr gezogen. Hat sie gesagt, Karl, es muss alles seine Ordnung haben. Haben wir geheiratet. Ja. Sie hat ja ein schönes Wirtsgeschäft gehabt. Na, jetzt, dass ich Ihnen das jetzt erkläre. Ich hab natürlich hin und wieder die Gäste animiert. War an jedem Tisch gern gesehen, dort ein Viertel getrunken, dort ein Achtel. Was hätte ich denn machen sollen? Geschäft hat er rennen müssen. War ja alles stier, war ja schlechte Zeit, 30er Jahre. Bei uns ist schon was zusammengekommen. Wir haben ein Sparbuch gehabt miteinander. Kein Wort habe ich natürlich gewusst, verstehen Sie? Aber dann, natürlich habe ich hier und da etwas aus der Kasse genommen.
war er ein junger Mensch gegen ihr verhältnismäßig. Ja, so bin viel umeinandergezogen mit meinen Spezi. Sie war eh den ganzen Tag im Geschäft. Genügt doch, wenn einer im Geschäft ist. Ich bin damals sehr aufs Rennen gestanden, das war eine furchtbare Zeit, lauter Arbeitslose. Die Menschen haben gelitten in Österreich. Ich hab mir's halt ein bisschen gekriegt. Ja weh, auf die Nacht bin ich ins Geschäft gekommen, hab mich um die Gäste bemüht, Schmäh geführt, Witz gerissen. Hey, ich hab Witz gewusst, ernst. Da zum Beispiel wird der, kennen Sie den vom Handwerksburschen? Da kommt der Handwerksburschen in ein Wirtshaus und die Wirtstochter, die sagt ihm, na, das kann ich Ihnen im Schlafzimmer. Naja, das kann ich. Wenn ich Ihnen das erzählen möchte, da hätten Sie was fürs Leben. Naja. Sie sagen es eh nicht der Chefin. Der eher ganz ein billiger. Was? Französischer? Das ist ja wurscht. Ich kenne ja nicht den Unterschied. Ich habe einen ganz anderen Geschmack. Ich habe bei mir zu Hause gute Sachen, Likörkompositionen. Eierkognak, Kaiserbier, Glühwürmchen. Das steht. Jetzt habe ich mich natürlich manches Mal ein bisschen angesoffen. Eines Tages wird sie, die alte, meine Gattin frech, schmeißt mich auf, vor meine Haberer, vor die Freund, vor die Gäste. Der Beutel möchte schön schauen, wenn er aber schauen möchte, wie es zugeht in sein Wirtshaus. Na, mehr habe ich nicht gebraucht. Was der Beutel mit kann, das weißt du, habe ich gesagt. Alles hingeschmissen, Schürzen, da bin ich auf. Anzug geholt, alles sehr, was gehen wir. Da hat's blöd geschaut. Weil meine Freiheit aufgeben, das könnte ich nie. Alter. Mit Tee. Wollen Sie den Rest? Ja, weil ich meine, es fällt uns da auf. Bis sich Spezialitäten aus allen Ländern. Spezialitäten aller Länder vereinigt euch. Es ist mir so eingefallen jetzt. Ja, mir ist das immer noch das Liebste. Ja, ich meine, ich werde schon mal Konserven mitnehmen. Aber nicht für mich. Wir können Sie jagen mit sowas. Ich bin ein Feind der Konservennahrung. Und stellen Sie sich vor, jetzt bin ich da gestanden in dieser Zeit. Gemeindebauwohnung habe ich ja gehabt. Die habe ich natürlich nicht aufgegeben gehabt. Wäre nicht blöd sein. Also das war ja auch nichts. Aber ich habe mich nie unterkriegen lassen vom Leben. Bin einem Sportverein beigetreten. Ich habe nichts zum Sparen gehabt, aber ich habe meine Arbeitskraft zur Verfügung gestellt. Weil sie haben mich ersucht, die Freunde, die Haberer. Zwei haben mich erkannt vom Wirtsgeschäft. Ich habe es vom Organisatorischen geleitet, habe einen schönen Namen gefunden. Da war ich sehr stolz. Eichkatzerl vom Grund. Und dann bin ich zur Konkurrenz gegangen und habe gesagt, was kriege ich? Zur Konkurrenz von meiner Gattin, ne? Was kriege ich, wenn ich euch einen Sportverein bringe? Na? Wir haben jedes Jahr vor Weihnachten ein schönes Ganslesen gehabt. In der Systemzeit, Arbeitslosenzeit. Schöne, fette Ganseln. Am nächsten Tag ist uns allen schlecht geworden. Aber es hat sich ausgezahlt. Da bin ich kassiert worden. Das war ein Leichtsinn. Fangen Sie noch nie was mit einem Sportverein an. Wissen Sie, dass die mich fast hätten einsperren lassen? Da sind Sachen geredet worden. In die Zeitung haben sie geschrieben, die haben mir vorgeworfen mit den Konten. Jetzt wissen Sie, was ein Konto ist? Wenn man von einem Konto auf ein anderes transferiert. Es ist eine Bankangelegenheit und das kann ich Ihnen als Laien nicht erklären. Die vom Sportverein waren auch lauter Laien. Herr Vorsitzender, habe ich gesagt zu dem Richter, das Gansel war immer da. Aber bitte, es wird mir eine Lehre sein. Mhm. Aber ich habe Erfahrungen gesammelt, können Sie nicht darauf verlassen. Und dann wurde ich von einem Sterbeverein mit offenen Armen aufgenommen. Aber der hat sich nicht als ausbaufähig erwiesen, weil die Leute sind gestorben, haben sie nicht an meine Kalkulation gehalten. Und wie sie den Präsidenten vom Sterbeverein, den alten Herrn Kommerzialrat Christbei begraben haben, da habe ich gewusst, sterben heißt auch nichts mehr. Dann ist eh schon der Hitler gekommen.
Ja, das war ein Jubel, eine Begeisterung, wie man es sich überhaupt nicht vorstellen kann, nach diesen furchtbaren Jahren, nach diesen traurigen Jahren. Ne? Der Wiener hat endlich einmal eine Freude gehabt wieder. Ne? Ein Hetz, man hat was gesehen. Können Sie sich gar nicht vorstellen. Wann sind Sie geboren? 38. Na ja, wir sind gestanden am Heldenplatz, am Ring. Unübersehbar waren wir. Man hat gefühlt, man ist unter sich. Und es war wie bei einem Hering. Es war wie ein riesiger Hering, aber feierlich, ein Taumel. Und darum sind sie ja 38 geboren worden. Dezember, habe ich mir eh gedacht. Ja. Na ja, da sind sie einmarschiert, die Deutschen, mit klingendem Spiel. Nicht? Die Polizisten sind gestanden mit den Hockenkreuzbinden. Fesch, furchtbar, furchtbar. Ein Verbrechen, wie man diese gutgläubigen Menschen in die Irre geführt hat. Führer hat geführt. Nicht? Aber Persönlichkeit war er. Vielleicht ein Dämon, aber man hat eine gewisse Größe gespürt. Er war ja nicht groß. Ich bin ja vor ihm gestanden, beim Blockwartetreffen im Rathaus. So wie mir jetzt da sitzen, ist er vor mir gestanden. Hat er mich angeschaut, mit seinen blauen Augen. Ich habe ihn angeschaut. Dann hat er gesagt, ja, ja. Da habe ich alles gewusst. Wir haben uns verstanden. Ja, so bin ich illegaler geworden. Nein, ich weiß schon, das wissen Sie ja nicht. Illegaler, das war damals jeder in Österreich. Illegaler, das war so, wie wenn man heute bei einer Partei ist. Bei uns im Gemeindebau alle. Bis 34 waren wir eh. Dann waren wir. Alles, was man uns dann vorgeworfen hat, das war ja falsch. Ich weiß noch, da war bei uns im Gemeindebau haben wir einen Juden gehabt, einen gewissen Tennenbaum. Sonst ein netter Mensch. Und da haben sie Sachen geschmiert gehabt gegen die Nazi auf die Trottoirs, auf die Gehsteige. Und der hat es aufwischen müssen, der Tennenbaum. Nein, nicht der allein, die anderen Juden auch. Ne? Und ich habe ihm hingeführt, dass er es aufwischt. Der Hausmeister hat halt zugeschaut, hat gelacht. Er war immer bei einer Hetz dabei. Na? Nach dem Krieg ist er zurückgekommen, der Tennenbaum. Habe ich ihm begegnet auf der Straße, habe ich gesagt, der Herr Tennenbaum, schaut er mich nicht an. Ich grüße ihn noch einmal, der Herr Tennenbaum, der schaut mich wieder nicht an. Habe ich mir gedacht, siehst du, dass jetzt ist er böse. Dabei, irgendwer hätte sie ja wegwischen müssen. Nicht? Der Hausmeister war ja auch kein Nazi, er hat es nicht selber wegwischen wollen. Nicht? Alles, was man heute darüber spricht, ist ja falsch. Es war eine herrliche, eine schöne, damals, ich möchte diese Erinnerung nicht missen. Dabei habe ich ja nichts davon gehabt. Andere, mein Lieber, die haben sich gesund gestessen. Existenzen wurden aufgebaut. Geschäfte arisiert, Firmen, Häuser. Ich habe einen Juden geführt. Ich war ein Opfer. Die anderen sind reich geworden. Ich war ein Idealist. Na, was war ich schon? Bei der NSV, Nationalsozialistische Volkswohlfahrt. Da hat sich keiner was denkt, wenn er dazugegangen ist. Heute ist mir ja auch überall. Gewerkschaft und so, denkt sich auch nichts dabei. Schauen Sie, die Leute in so einem Gemeindebau waren ja jahrelang unbetreut. Hat sich doch keiner um sie gekümmert. Ich habe eben nicht nur die Beiträge kassiert. Das habe ich so nebenbei gemacht, das habe ich da kennen vom Sportverein. Ich habe ihnen Sprüche gebracht, Sinnsprüche von Goethe und Hitler, Gesundheit ist Pflicht und solche Sachen. Zum Aufhängen, ne, habe ich sie ihnen gebracht. Und das war auch die Zeit, wo ich meine zweite Ehegemeinschaft eingegangen bin. Natürlich standesamtlich, weil sie war ein moderner Mensch ohne Vorurteile. Wir waren beide in einem Kino angestellt. Wir waren Billeteure. Das heißt, ich war Billeteur, sie war Billeteurin. Wirklich eine gute Billeteurin. Wir haben sehr viel Gemeinsames gehabt, den gleichen Geschmack. Nicht? Wenn man so viele Filme miteinander sieht, da kriegt man schon ein Urteil. Der Besitzer von dem Kino hat auch sehr viel draufgegeben. Der hat sich nur nach uns gerichtet. Uns hat kein Schauspieler was vormachen können.
Weil wenn man so ein Gefries, so ein Gesicht, 10 bis 15 Mal sieht, dann kennt man jeden Schmäh. Ich brauch das alles nicht. Ich brauch kein Theater, kein Kino. Von mir aus müsste es das nicht geben. Das können sie alles zusammenreißen. Sag ich eh immer. Ein bisschen Muse ist alles, was ich brauch. Darum bin ich vielleicht auch für die Ehe nicht so richtig geeignet. Da, es war Sommer, Krieg. Einmal hab ich Dienst gehabt, dann hat sie Dienst gehabt. Das war so abwechselnd. Natürlich habe ich die Situation ausgenutzt. Ich meine, es war ja eine moderne Ehe. Und ein Mann ist ein Mann, wenn er ein richtiger Mann ist. Und im Krieg war es doch leicht mit den Weibern. Ich habe mich nicht einrichten müssen. Die Frau ist der gebende Teil und der Mann der Herrschende. Das habe ich ja eh gesagt, wenn wir geheiratet haben. Aber sie hat mich bitter enttäuscht. Ich kann Ihnen sagen, nein. Sie hat sich Sachen herausgenommen, die tief unter der Würde eines Mannes liegen. Wir haben eine Kaserne in der Nähe gehabt und da habe ich schon immer gehört, dass Soldaten, deutsche Soldaten, aus- und eingehen im Gemeindebau. Dann habe ich erfahren, dass sie bei mir aus- und eingehen, in meiner Wohnung. Meine Zigaretten haben sie geraucht. Mit meiner Rasiersaft haben sie sich die Hände gewaschen, die Piefke. Na, jetzt, man hat ja nichts machen können, Krieg war, deutsche Soldaten, nicht, hab ich gewartet. Einmal kommt einer und sagt, wissen Sie, wer jetzt oben war? Ein Fremdarbeiter, ein Ausländer, ein Tschusch. Na, jetzt war alles leibend. Weil das war kriegsrechtlich strafbar. Bin eine zu ihr, die Tür leise zugemacht, hab's angeschaut, hab gesagt, schlechte. Da hat's geschaut. Bin sofort verstanden, alles liegen lassen, Möbel, Lebensmittel, Lebensmittelkarten, Wäsch, Unterwäsch. Nur damit ich es nicht anzeige, ne? Weg war's. So ist auch dieses Kapitel in meinem Leben zu Ende gegangen. Ja? Ja, ja. Bissl später, ja, meine Frau Chefin, ein bissl später, wenn ich bitten dürft. Zigaretten soll ich erholen. Kann ich nicht weglaufen mitten in der Arbeitszeit. Wie dir das vorstellt. Na, ich habe mich dann mehr um die Gemeinschaft angenommen. Ich habe alles gemacht. Ich war beim Winterhilfswerk. Wenn ich mit meiner Pixen geschäbert habe, da hat sich keiner traut, sich auszuschließen. Ich habe jeden erwischt. Ich bin einer nachgeschlichen. Aufgelauert habe ich einer mit der Pixen. Wenn sie das Schäbern gehört haben, hat jeder gewusst, jetzt muss er parieren. Ja, sonst war es ja eine harte Zeit. Hören Sie. Da können Sie Ihnen keinen Begriff davon machen. Sie waren doch ein Kind. Was wissen Sie, was wir damals alles mitgemacht haben? Man, ich habe ja alles gehabt. Nicht? Ich war dann später Aushilfskönner. Was damals alles durch meine Hände gegangen ist. Sag ich noch, wann ich denke, aber ich war ja großzügig, freigebig. Die Frauen, die Feste, was sie damals in meiner Wohnung angespielt hat, ich kann Ihnen sagen, das waren Orgien in den Gemeindebau. Sonst habe ich mich mehr dem Luftschutz gewidmet. Ich habe die Leinhöfer-Ausbildung unter mir gehabt, Leinhöferinnen auch, das ist halt so reingegangen. Ne? Und mein Spezialgebiet war Abwehr von Giftgase. Ja, das Gebiet habe ich völlig beherrscht. Nicht? Da haben wir einen Raum gehabt. Nicht? Da sind sie rein mit den Gasmasken. Nicht? Wir haben ein Gas reinlassen. Nicht? Dann haben sie mit den Gasmasken rennen müssen und singen: Oh, du schöner Westerwald. Nicht? Und dann haben sie die Gasmasken gewechselt. Ich habe zugeschaut, die haben gekurst alle. Du ein Hitz. Aber ich muss sagen, wenn die Alliierten auch Giftgas geschmissen hätten, war ja nichts passiert. Natürlich, wenn sie mit den Bomben anfangen, das war ja unfair. Warum ich nicht eingeguckt bin, das ist eine traurige Geschichte. Ich habe ein Herzklopfen, wo man nichts Genaues weiß. Dann habe ich einen Pankreas und da eine Lungenflügel, der ist nicht ganz durchsichtig. Und dann vor ihm die Füße. Außerdem
Das war ja eine schwere Zeit. Da hat man Männer gebraucht. Ich hab damals gestrotzt. Auch heute noch, schauen Sie mich an. Mein Leben lang, nie krank gewesen. Immer pumperl gesund. Nur wenn es dann gekommen sind, die Bombenbeschädigten, die Bombenschädlinge, die Bombenopfer. Weil ich hab die Verteilung von den Lebensmitteln übergehabt und die Lebensmittelkarten für die Bombenopfer. Da habe ich gute Geschäfte gemacht. So ein Geschäft hätte ich mir aufbauen können, wenn ich denke. Weil den Bombenopfern war das doch wurscht. Weil wenn einer gerade sein Haus verloren hat, dann denkt er nicht ans Fressen. Ist er froh, dass er lebt, nicht? Aber wenn einer sich aufgeregt hat, habe ich ihm nur angeschaut. Das habe ich gelernt vom Führer. Ich habe keine Planung, aber das kann ich auch. Ja, dann sind eh schon die Russen gekommen. Ich habe mich ja gut mit ihnen verstanden. Ich habe ja gewusst, wie man mit ihnen umgeht. Ne? Die Asiaten, die Slawen. Ne? Ja, die anderen, die sind alle gerannt. Nicht? Mit den Hitlerbildern haben sie einen Misthaufen gehabt. Ich habe meins hängen lassen. Bin gegangen zu den Russen, hab's extra in meine Wohnung geführt. Da weh, da war ich. Komm, Kamerad, it is so da, Patjom, Patjom. Ja? Dann habe ich das Hitlerbild genommen, runtergerissen. Und der hat gehabt, drauf umeinander trampelt. Haben gesagt, keine Chance sind gegangen. Ne? Ja. Ja. Gern, Herr Chefin. Na, no, ist wunderbar. Jetzt geht's Mittagessen, endlich. Moment, bitte, Frau Chefin. Können Sie da nicht die Zigaretten selber mitnehmen? Wie? Na schön, hat's gesagt. Hätte auch freundlicher sein können. Naja, was immer. Da kommt sie dann immer blöd vor. Man ist nett, höflich von der alten Art. Und na, dadurch, dass ich Tschechisch kennen habe, ein bisschen, habe ich Zugang gefunden zur Mentalität von den Russen. Ruski. Ja? Mir ist nie was angegangen. Und ein paar Monate später, was glauben Sie, wer gekommen sind? Die Amerikaner. Na, das war eine Erlösung. Ich habe mich natürlich gleich beworben, weil man steht doch dem Westen. Und ich habe schon die ganze Zeit die Arbeit gemacht für die Gemeinschaft, nicht? Und den Westen zu verteidigen, Luftschutz und so. Da habe ich mich beworben, habe mir gedacht, es muss da eine Möglichkeit geben bei der Armee. Das Essen war auch gut, was ich so gehört habe von anderen Parteigenossen und von den Kameraden von der NSV. Na, da bin ich hin, haben sie mich eingestellt als Civilian Guard. Civilian Guard, ne, jetzt sind wir gestanden, so ältere Männer mit den Helmen am Parkplatz bewacht von der Armee. War so eine Art Militärpolizei, ein gefährlicher Posten. Na, mir haben aufgepasst. Wenn ein Österreicher gekommen ist, gleich haben wir ihn weggejagt. Weg da! Geh weg! Juhu! Das ist mir dann sehr zugute gekommen, Jahre später, wie Parkwächter waren, Kuhwenzel, Autoeinweiser. Na, ich habe ein Regiment geführt. Mein Lieber, wie bei der Gemeinschaft. Weil ich war ja kein gewöhnlicher Parkwächter. Ich habe mir in der Besatzungszeit viel Sprachen angeeignet. Wenn ein Autobus gekommen ist mit einer Reisegesellschaft aus Moskau oder irgendwo aus den anderen russischen Ländern, ne, habe ich gesagt, Strastfuldeck, Otschin Karasho, da war ich. Na, haben sie gelacht, haben mich auf die Schulter gelobt. Habe ich schön gekriegt. Ne? Und wenn die Armee gekommen sind, habe ich gleich das Tierl aufgerissen. Hello, Sir, everything okay? Servus gerissen. Na, das haben sie gern gehabt. Ne? Da haben sie es ausgelassen. Ne? Nur die Deutschen, die haben nichts gegeben. Bei Deutsch kann ja eher jeder. Ne? Aber es war eine harte Zeit. Man hat ein befreites Volk hungern lassen, mich nicht. Ich habe immer was erwischt, immer Geschäfte gehabt. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich in ein Nachtlokal gekommen bin damals, haben sie geglaubt, ich bin ein Lord. Na ja, dann ist die Währungsreform gekommen. Da habe ich wieder jede Lust verloren zum Leben. Da hat man sein Leben aufgebaut. Mindestens 20 Mal habe ich mein Leben aufgebaut im Laufe von meinem Leben.
Und was ist blieben, ne? Und wenn man dann immer so jung ist und nicht mehr den Charme hat und den Schwung. Weil ich hätte ja nicht arbeitslos sein müssen, ich hätte ja in einer Garderobe arbeiten können oder als Portier. Aber sogar in einer Sauna hätte ich den Aufguss machen können, den besten Leuten. Aber immer wenn es so weit war, habe ich das Gefühl gehabt, es gibt mir keine innere Befriedigung. Ne? Zuletzt bin ich gegangen mit den deformierten Luftballon, deformierte Luftballons, Ballöner. Ne? Die habe ich gekriegt, billiger, weil es zweite Wahl war. Die waren nicht mehr so rund, ne? Dieben haben es gehabt. Manche waren auch ein bisschen eingeschrumpelt. Man hat achten müssen, dass nicht zerplatzen, bevor man es verkauft. Ne? Damit bin ich zum Hering gegangen, weil wenn die besoffen waren, die hätten mir eh die Ballons auch angekauft, die Trotteln. Ob es gehalten, die Luftballons, habe ich mir gedacht, eigentlich traurig, dass man so ein Leben führen muss. Nach allem, was man geleistet hat, immerhin. Ne? Na, einmal, da habe ich nur mehr einen Ballon gehabt, bin ich zu einer Gesellschaft gekommen, die war sich animiert. Da ist eine gesessen, die hat so ein Steirerhirtl aufgehabt, so ein kleines aus Papier. Per Hetz, nicht? Originell. Die hat gesagt, was kostet der Ballon? Ich nenne meinen Preis. Hat's blöd gelacht und gesagt, ich gebe ihm einen Puzzle dafür. Wenn man denkt, ah was, der kann eh kaum noch fliegen, der Ballon. Bin ich picken geblieben. Bis in der Früh. Sie hat am Lahrberg gewohnt. Bin ich gleich mit ihr mitgefahren. Ja. Am Weg habe ich ihr erzählt die Geschichte von meinen unglücklichen Ehen. Wir waren ja beide im selben Alter. Bitte, sie war Brillenträgerin, aber eine sehr fleißige Person. Ah, schlecht behandelt vom Leben. Wissen Sie, da gibt es Geschichten. Ne? Ja, ich bin dann bei ihr eingezogen. Sie war Bedienerin, aber sonst sehr reinlich. In einem Büro hat sie gearbeitet, ich habe ja den Haushalt geführt. Kocht, alles in Ordnung gehalten, ich habe gut gekocht. Ich habe dann Mittagessen auch, nicht mit ihr. Nicht? Ich habe schon Mittagessen allein, dann habe ich mit ihr noch am Abend gegessen. Schön, da habe ich so meine Stärke gekriegt. Nicht? Bin ja ein stärkerer Herr heute. Nicht? Naja, wenn ich so denke. Es war eigentlich eine schöne Zeit. Ich habe viel gelesen damals. Nicht? So wissenschaftliche Sachen, sonst interessiert mich ja nichts. Nicht? Ärztebücher, einmal eins des täglichen Lebens, Aufklärung. Weil ich meine, praktisch habe ich alles beherrscht, aber das interessiert dann ja, wie sich das anspielt. Nicht? Innerlich. Dann habe ich noch gelesen, Strahlen mehr Weltenraum, alles, was uns angeht, nicht? Physikalische Sachen. Weil, mich wundert nichts mehr, was im Weltenraum passiert, weil ich kenne mich dort so aus wie im Gemeindebau. Am Sonntag sind wir immer gefahren ins Bistingtal, da hat es ein Siedlungshäusl geerbt gehabt von ihren Eltern. Da haben wir gesessen, haben in den Regen rausgeschaut. Haben sie gedacht, andere haben das nicht. So im Sommer, wenn es heiß war, da haben wir das Essen ins Papier gepackt, einen Milchkaffee, eine Bierflasche, sind zum Donaukanal runter. Ich habe das Hemd ausgezogen, sie war in der Kombination. Schön war es nicht. Aber ich habe dann neulich meine zweite Gattin gesehen, die fesche Billetärin. Ich kann Ihnen sagen, die schaut aus. Schier, fett, direkt ungustiös. Ne? Ich bin ja auch nicht schön. Aber ein Mann hält sich immer noch. Ein Mann hat immer noch einen Anwert. Auch so wie er heute bin. Weil bei uns in der Gassen gibt es ja viele Ledige und Witwen. Die schauen mich an. Wollen Sie mal Fernsehen wollen, Herr Karl? Fernsehen, ich bin ja nicht interessiert. Glauben die. Na, auch diese Lebensgemeinschaft ist zu Ende gegangen. Sie ist krank geworden, leidend. Sie ins Spital müssen. Ich habe gesagt, du musst einsehen, jetzt muss ich weg. Weil ich habe die ganze Zeit mit Arbeitslosen gespart gehabt. Hat sie gesagt, besuchst mich einmal im Spital? Habe ich gesagt, ich weiß nicht. Meine Gemeindewohnung habe ich nicht aufgegeben gehabt. Ich war ja nicht blöd. Na ja, ab da ist wieder aufwärts gegangen. Was soll ich nicht erzählen? Ich habe meinen Lebensmut wieder gefunden, einmal gute Posten gehabt, einmal schlechte Posten gehabt. Gearbeitet habe ich nicht. Habe ich nie viel gearbeitet. Ich meine, nicht, dass ich nicht kann. Aber wie soll ich das erklären? Das ist eine gewisse Reife.
Man genießt, verstehen Sie, das Leben. Man wird überlegen, man denkt zurück, erinnert sich, wie man sich geplagt hat, für den Beruf, für die Gattinnen, für die Gemeinschaft, für den Wiederaufbau. Ne? Wo ist es geblieben? Erfahrung. Lebensklugheit, immerhin. Aber sonst, hören Sie, zu viel Arbeit, zu viel Herz, zu viel Aktivität. Natürlich auch schöne Momente gegeben. Und auf die habe ich mich immer mehr konzentriert. Na, gefreut habe ich mich schon, wie wir ihn endlich bekommen haben, den Staatsvertrag. Sind wir zum Belvedere gezogen, lauter Österreicher, unübersehbar, wie im Jahr 38. Eine große Familie, na, ein bisschen kleinere waren wir schon, aber Belvedere ist ja kleiner als der Heldenplatz. Ne? Und die Menschen waren auch reifer geworden. Nicht? Und dann ist er herausgetreten auf den Balkon der Bundes... der Beul, nicht? Der hat von den anderen beiden Herrschaften die Arme gepackt und hat mutig bekannt, Österreich ist frei. Und wie ich das gehört habe, da habe ich gewusst, auch das habe ich jetzt geschafft. Es ist uns gelungen, der Wiederaufbau. Ich meine, nicht, dass ich blind wäre gegen die Fehler der Regierung. Ich war immer kritisch, ich habe immer alles durchschaut. Weil so ein Regierungsmitglied ist ja auch nicht anders wie ich und ich kenne mich. So sind die alle. Aber bitte, es geht mich nichts an. Ich mache meine Arbeit, kümmere mich nicht um Politik. Ich schaue nur zu. Ironisch. Behalte alles für mich. Ich meine, ich rede nicht viel. Ich bin ein verschlossener Mensch. Auch dass ich jetzt mit Ihnen rede, das hätte ja nicht notwendig. Ich könnte ja auch arbeiten. Aber Sie müssen es auch mal lernen. Und wer die Erfahrung hat, hat die Verpflichtung, sie weiterzugeben. Nur aus der Erfahrung kann man lernen. Wollen Sie schon gerade? Schweizer. Wir sind ja nur jung. Vor Ihnen liegt ja das ganze Leben. Aber in meinem Alter, da ist man oft auf was Süßes. Man steckt es im Mund und es vergeht die Zeit. Ja, wenn ich so denke, da habe ich einen Chauffeur gekannt. Der war mir sehr verpflichtet. Ne? Der sagt eines Tages, pass auf, Karl, ich fahre jetzt über die Länder privat. Ich möchte unser schönes Österreich kennenlernen, jetzt wo es wieder uns gehört. Du willst nicht mitfahren. Ja, habe ich gesagt, gleich heißt das. Das kann ich nicht zahlen, was du da am Benzin verfährst. Hat er gesagt, schau, Karl, ich kenn dich, du machst eh nicht einen Urlaub. Fahr ruhig. Dann habe ich gesagt, gleich heißt das. Du verdienst ja dein Geld auch nicht so leicht. Hat er gesagt, also gut, wenn du unbedingt willst, lädst mich halt manches Mal ein. Und so. Jetzt sind wir gefahren. Was mich das gekostet hat. Ich hab die ganze Zeit zahlen können. War mir billiger gekommen mit einem Autobus, mit einer Gesellschaftsreise. Ich fahr gern mit einem Autobus. Das sind ja viele Leute, nicht? Kann man sich immer unterhalten. Das sind so ältere Frauen und so. Nicht? Ich habe ja die Ort von früher, nicht? Auf das stehen sie. Ja. Bin einmal nach Italien gekommen. Viele Städte. Ja, gemerkt habe ich mir nichts, aber. War schon schön, der Wein war sehr billig. Die anderen haben sich in der Hitze umeinander gezahlt. Ich habe halt angesoffen, soweit es meine Gesundheit erlaubt. Aber ich habe gern Italien. Ich habe nichts gesehen, aber der Autobus ist gut gefahren. Aber natürlich kein Vergleich mit Österreich. Der Großglockner, Bastärzengletscher, ewige Eis dort oben, die Majestät, der Bergriesen. Ne? Da sind auch viele Leute gestanden, nicht? Nette Leute. Da kommt man gleich ins Gespräch, weil da steht einer nebenan und sagt, schauen Sie, eigentlich schön unser Österreich. Und man kennt es gar nicht. Na, und da habe ich dann gesagt, ja, wirklich. Das möchte man gar nicht glauben, wenn man so in Wien ist. Hm? Hat man gleich etwas Gemeinsames, einen Kontakt. Der war herrlich, die Franz-Josefs-Höhe. 80 Schilling hat mir das gekostet. 5 Schnäpps, 5 Bier.
wo ich am zahlen können, den Chauffeur. Na gut, ich will nicht drüber, man muss sich auch mal was leisten. Ne? Na, dann sind wir zum Semmering gefahren. Nicht? Sehr schön, wirklich schön. Wenn man denkt, dass man das so in der Nähe hat und gar nicht richtig ausnetzt. Nicht? Man kann ja überall schon rauffahren mit dem Sessellift, weil ich brauche ja nicht zu Fuß gehen, ich brauche ja nicht hatschen, das ist ja eh nichts. Und ich wohne eh im Gemeindebau, kein Aufzug, dritter Stock. Meine, ich liebe die Berge, aber wenn ich fahre. Dann sind wir nach Mariazell gekommen, den Gnadenort, da war ich sehr beeindruckt. Weil ich bin an sich kein gläubiger Mensch, aber wenn man sieht, was sich da anspielt, da denkt man, es müsste doch was dran sein. Die Kirche, schönen Hotels, die Andenken, die haben wir gekauft, so einen Stäbsel, so einen Zierkorken, nicht mit einem Bauernkopf, so nicht, zum eines. Schön, wirklich, österreichische Heimatkunst. Na, am Rückweg sind wir dann durch die Wachau gefahren. Auch, ich war überwältigt von den Steinen, Zeugen unserer Vergangenheit. Dürnstein, Göttweig, Melk. Da hat er sich angesoffen, mein Freund. Ich habe mir gesagt, geh, schau, achte doch auf deinen Alkoholgehalt. Nicht? Oder, da ist ein Ordinär geworden, hat ein Wort gesagt, das könnte ich ja gar nicht wiederholen. Nicht? Da habe ich gesagt, schau, leider, meine Barschaft ist nicht so, dass ich mir jetzt noch was leisten kann. Da hat er gemotscht vom Benzin und so. Dabei ist er eh an Diesel gefahren. Na, ich habe das dann gleich abgebrochen und gesagt, schau, ich bin da nicht böse, aber ich gehe jetzt. Dann bin ich mit der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft von Krems nach Wien zu Hause gefahren. Bin ich gestanden am Glan da oben. Sehr schön, kühl war es. Landschaft ist an mir vorbeizogen und ich habe mir gedacht, du kannst jetzt alleine ich nach Wien chauffieren, in deinen miesen Hasenkäwe. Ja, aber es hat mir schon gut gefallen, unser Österreich. Obwohl, in einem gewissen Alter braucht man nicht mehr davon zu sehen. Das interessiert auch nicht, wissen Sie es? Es lässt alles nach. Zum Beispiel das Atomzeitalter. Mein Gott, ich war mein ganzes Leben umgeben von Hungersnot, Gefahr, nicht? Revolution, Krieg, Giftgas, Frost. Ich habe keinen Kontakt mehr mit der Atombombe. Das fällt nicht mehr in mein Interessengebiet. Nicht? Ich überlasse das anderen Menschen. Nicht? Ich bin nur ein kleiner Österreicher innerhalb einer unabhängigen Nation. Aber ich weiß Bescheid. Bitte ich. Er fragt mich ja nicht. Sollen sich die anderen auch den Kopf zerbrechen? Wenn ich mich zerstreuen will, brauche ich keine Wasserstoffbomben. Gehen Sie Überschwemmungsgebiet, Inundationsgebiet. Ne? Da gehe ich jetzt auch noch hin. Oh, nicht, wenn es heiß ist im Sommer. Ne? Da sind so Bombentrichter. Ne? Da liegen die jungen Leute. Nicht? Madeln, Buben. Ne? Ich bin kein Voyeur, aber nicht so wie die anderen, die was da umeinander kriegen, aber es ist schon ein Hetz mit den jungen Leuten, wenn sie das einmal sehen. Ich meine, wir haben ja noch Hemmungen gehabt, aber die kennen nichts. Die gefasst. Ja, na, ich sehe ja nichts, ich schaue ja nicht zu, aber was ist so her? Ja, so miteinander, da, ich kann Ihnen sagen, man, da wird man wieder jung. Dann wäre ich traurig. Wenn ich traurig bin, muss ich was fressen. Ne? Da ist noch das Standeln dort aus den 30er Jahren. Und die Alte, das ist die Tochter von der Alten aus den 30er Jahren. Ne? Die gibt noch immer zu essen. Nicht? Sehr, sehr billig, nicht teuer, sehr preiswert, ausgiebig. Ne? Neulich zum Beispiel, was ich wieder gegessen habe, ein Schlachtblatt. Ne? Wohlers drauf, nicht? Kraut, Knädel, Schweinsbadel, Bratwurst, Leberwurst, Blunzen, Blutwurst. Nicht? Ja. Bier dazu, ne? Das war ein bisschen warm, weil es war ja heiß. Ne? Darum war ich ja da. Ne? Ich hab keinen Hut mitgehabt, hat die Sonne die ganze Zeit auf dem Kopf brennt. Ne? Wenn ich dann zur Straßenbahn gegangen bin, bums, ist mir schlecht geworden. Ne? Bin zusammengefallen auf dem Sitz, ist die Schaffnerin gekommen und hat gesagt, ist ihnen was. Ich muss ausgeschaut haben wie der Tod. Ne? Ich hab gerade noch mit letzter Kraft gesagt, ich wohne Größelgasse 15, Stiege 6, Tür 12, wo es sein sollte.
Und es war eh nichts. Ja? Bin ich auf im dritten Stock, hab mich geschleppt, weil man will ja niemanden Scherereien machen. Ja? Dann bin ich in meine Wohnung zum Fenster, dann ist mir schlecht worden. Nein, nicht am Fenster eh, wie es ist gehört. Hab ich mich aufs Bett gelegt, bin ohnmächtig geworden. Na? Am nächsten Tag, was soll ich nicht erzählen? Ja? Oben ins Wirtshaus, kleines Gulasch, kleines Bier, alles Leinwand. Na ja, jetzt so nicht. Wie ich lebe, kann man ja nicht beklagen. Es geht mir ja gut. Nicht? Die Wohnung eingerichtet, alles. Radio, Eiskosten. Ich brauche mich eigentlich nicht. Ich habe eh nie was drin. Wann esse ich denn schon zu Hause? Radio habe ich auch nicht auftrat. Nicht? Früher, wie ich noch verheiratet war, mit der Fashion-Pilotärin, zweite Ehe, nicht? Da haben wir immer das Radio auftrat gehabt. Das war ja Krieg. Nicht? Waren auch immer viele Leute bei uns. Jetzt. Die Leute im Haus, die sind mir ja zu blöd, die kenne ich doch schon 25 Jahre. Das ist ja kein Niveau, nicht für uns auch. Ja, Frauen und auch Weiber, die haben mich enttäuscht mein ganzes Leben. Jetzt, das muss ich die auch nicht mehr. Ja. Ich habe nur einen Verwandten in Stuttgart. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber wir schreiben uns einmal, wie es gehört, vor Weihnachten. Ne? Und ich hebe mir immer die Marken auf. Sind Sie vielleicht Markensammler? Na, wer immer denkt, dass Sie vielleicht Verwendung. Na ja, Sie könnten doch. Vielleicht kann man es nicht umtauschen? Na ja, sonst. Ich habe die Krankenkasse, ich bin vollkommen gesichert. Ich habe zu Hause Schlaftabletten. Schmerzstillende Mittel, wenn was ist, nicht? Dass er nicht unvorbereitet trifft. Ich kann sagen, es geht mir zum ersten Mal in meinem Leben wirklich gut. Kann auch einmal wohin gehen, besser ausgehen, wenn ich will. Ich habe einen schönen Anzug, einen dunklen. Der ist kaum gebraucht, man geht ihn schon aus. Das ist eigentlich schade. Geld habe ich auch, nur ich habe da keine Bedürfnisse. Komm ja aus mit Geld. Ja? Lesen oder so tue ich auch nichts bei. Damit muss man früher anfangen, oder? Kunst oder solche Sachen. Ich habe mein Leben nicht Zeit gehabt für sowas. Ich habe Wichtigeres zu tun gehabt. Ich habe Aufgaben zu erfüllen gehabt. Wenn ich was sehen will, gehe ich runter zum Wirt. Der hat einen Fernseher. Nicht? Man muss nicht hinschauen, aber man kann. Ja? Da sitze ich halt und schaue zu. Ne? Mir ist ja wurscht, was gespielt wird. Ne? Weil wenn ich müde bin, zahle ich, gehe fort. Sonntag, wenn es schön ist, fahre ich mal in Mödling oder Kloster Neuburg, schaue mir die Häuser an, denke mir, die hätten es danach gehabt in der Russenzeit. Das ist eine Villa, da gehe ich immer vorbei. Die könnte halt mir gehören. Ja, man, wer weiß, was gut ist. Und dann steige ich ein in die Stadtbahn, fahr heim, leg mich schlafen. Ich schlafe ja gut. Nicht immer. Manches Mal, da, wenn ich so liege, da höre ich die Rettung. Da denke ich mir, Karl, du bist nicht. Und so, wenn ich nicht mehr arbeiten will, gehe ich in Trenten. Wenn ich meine Wohnung aufgeben will, gehe ich nach Leins. Kann mit Ruhe und Zuversicht in die Zukunft blicken. Naja, so warten wir halt, nicht? Was noch wird, wie es kommt, wie es weitergeht, was sich anspielt. Ich bin ganz pickert worden von dem Schokolade. Bringen Sie mir das Handtuch, ja? Die Saarfarbe. Ich weiß heute eines, dass ich mein Leben nicht umsonst gelebt habe. Und das ist vielleicht das, worauf es ankommt. Das werden Sie als junger Mensch nicht so verstehen, aber Sie werden noch oft an mich zurückdenken.
Weg ist er. Jo, die Kisten, ne? Zwei Uhr, Samstag, Arbeitsschluss. Ja, gehen wir.